Genau, also zum 20. November, interessanterweise steht ja in allen Dokumentationen immer der 19. November drin, aber der 19. November gilt für Instant. Und ab dem 20. November in der Früh gelten die entsprechenden Änderungen für SEPA. Das heißt, es hat die größte Änderung in SEPA seit 2014, also seit der Einführung von SEPA gegeben. Das heißt, alle Dateiformate, die in SEPA verwendet werden, haben sich geändert. Das heißt, bisher wurden die alten Schemas, die seit Einführung von SEPA im Prinzip gültig sind, verwendet. Und diese Formate werden alle jetzt zum November 23 auf die 2019er Schemas angehoben. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass die neue Version eine PAX 8.19 ist, sondern das sind die 19er Schemas bedeuten, das sind die Schemas, die 2019 verabschiedet wurden. Das heißt, die Versionsnummer hebt sich damit von zum Beispiel bei den Gutschriften von einer PAX 8.1.2 auf eine PAX 8.1.8. Und das zieht sich jetzt eben durch alle Formate durch. Der vielleicht wichtigste ist der CAMP 29, aber da würde ich sagen, zu sprechen. Da kommen wir im Laufe des Termins dann nochmal genauer zu sprechen, weil das natürlich etwas Auswirkungen hat auf die Verarbeitung. Wenn man jetzt das Ganze in CVPay mal anschaut, dann wird man sehen, dass in der Zahlungsinformation bisher war hier beim Typ, stand hier immer PAX 3, PAX 8, also so wie hier. Das sind die alten Formate. Das heißt, wenn ich jetzt in CVPay noch Formate im alten Format einlese, sieht das nach wie vor so aus. Wenn ich jetzt die neuen Formate einsehe, dann zeigen wir das in CVPay mit der vollen Versionsnummer an, sodass man im Prinzip sofort sehen kann, was ist das neue, was ist das alte Format. Und damit wird das Ganze, glaube ich, relativ deutlich, was was ist. Was bedeuten jetzt diese Änderungen? Im Prinzip ist es so, dass sich der Inhalt einer Gut- oder Lastschrift gar nicht so sehr verändert hat, sich aber die XML-Struktur verändert hat. Viel, viel von dem, was sich da verändert hat, ist was, was Sie gar nicht sehen. Das heißt, das sind alles Punkte, die im Prinzip im Hintergrund stattfinden und wo man nicht wirklich sich Gedanken drüber machen muss. Also das sind so Punkte wie, dass das Feld, in dem der Big steht, hieß bisher AnyBig und heißt jetzt in Zukunft, halt hieß bisher Big or Buy und heißt in Zukunft AnyBig. Das sind jetzt Punkte, die im Prinzip entweder Ihr vorgelagertes System übernehmen muss, wenn Sie uns XML-Daten zur Verfügung stellen. Ansonsten kümmern wir uns in CVPay darum, dass Sie sich da eben nicht drum kümmern müssen, sondern Sie können uns weiterhin die alten Formate anliefern und wir senden an die Bundesbank einfach die entsprechend neuen. Die wahrscheinlich wichtigste Änderung an der ganzen Geschichte sind drei Felder, die dazugekommen sind. Und wir fangen vielleicht mal an mit dem, was die meisten Leute am meisten besorgt. Das ist die sogenannte strukturierte Adresse. Bisher war es so, dass man bei Zahlungen in Nicht-EWR-Länder muss man eine Adresse angeben oder bei Zahlungen über bestimmte Beträge. Das steht in der Geldtransferverordnung. Und da musste man bisher waren zwei Adresszeilen möglich. Und in diese zwei Adresszeilen konnte man mehr oder weniger eine Form von Adresse reinschreiben, in welcher Form auch immer. Das ist jetzt eben umgeworfen worden und ist im Moment noch optional. Das heißt, im Moment kann man sowohl mit den unstrukturierten als auch mit den strukturierten Adressen weiterarbeiten. Es ist aber bereits jetzt angekündigt, dass zum November 2025 die unstrukturierte Adresse wegfällt. Und dann darf nur noch die strukturierte Adresse verwendet werden. Wenn man sich so eine strukturierte Adresse jetzt mal anschaut, dann sieht man eben, dass es hier sehr viele Felder gibt, die wir in der Regel in Deutschland gar nicht verwenden.
die aber für internationale Zahlungen einfach notwendig sein könnten. Für uns ist wichtig, dass der Ort muss separat angegeben werden, das Land muss separat angegeben werden, der Straßenname muss separat angegeben werden und die Hausnummer muss separat angegeben werden. Das sind jetzt mal die, sage ich mal, 5 Standardfelder, die man bei uns in Deutschland normalerweise verwendet. Es ist aber, gerade wenn man mit USA oder England kommuniziert, durchaus üblich, dass man eben einen Building-Namen oder ein Stockwerk oder eine Postbox oder was auch immer mit angibt. Und darauf muss man einfach bis spätestens 2025 vorbereitet sein, mit diesen Adressfeldern entsprechend umgehen zu können. Wenn ich mir das Ganze jetzt in CBPay anschaue, und wir gehen einfach mal in die Erfassung, so kennen Sie das bisher. Das heißt, es gibt 2 Adresszeilen. Ich kann in die Anschrift eben Straße und Ort. Normalerweise gibt man in die erste Zeile die Straße und die Hausnummer und in die zweite Zeile die Postleitzahl und den Ort an und kann beim Land dann noch das entsprechende Land auswählen. Was wir jetzt in CBPay gemacht haben ist, ich gehe hier einfach aus der Erfassung nochmal raus und es gibt in der Administration, gibt es auch einen Punkt Erfassung. Und hier kann ich jetzt für die MX- und MT-Formate und für SEPA entsprechend konfigurieren, sollen strukturierte Adressen verwendet werden, ja, nein. Hier auch nochmal der Hinweis, ab November 25 ist das Pflicht. Ich würde gerade für die Tests mit der Bundesbank, für die Pflichttests mit der Bundesbank, was die neuen Schemas angeht, wenn Ihre Core-Systeme noch nicht so weit sind, können Sie im Prinzip hier CBPay an der Stelle verwenden, um die Zahlungen, die Sie an die Bundesbank schicken müssen, zu erzeugen, indem Sie sie einfach erfassen und dann auch die R-Transaktionen, die die Bundesbank fordert, im Prinzip auf der CBPay-Seite erzeugen. Aber man sieht jetzt hier, sind die Adressfelder schauen jetzt einfach anders aus. Das heißt, ich habe jetzt hier ein separates Feld für die Straße, für die Hausnummer, für die Postleitzahl und für den Ort. Das heißt, wir haben das jetzt im ersten Schritt mal so gemacht, dass wir die Felder, die in 99,9% aller Fälle in Deutschland genutzt werden, hier direkt auswählbar sind. Und wir sind am Planen, das dann entsprechend auch auf die anderen Felder zu erweitern, sodass es dann im Prinzip möglich sein wird, komplette strukturierte Adressen auch in CBPay zu erfassen. Für die Bundesbank-Tests und für das erste Jahr, denke ich, werden die meisten noch nicht mit strukturierten Adressen arbeiten, kann eben zum Beispiel für die Bundesbank-Tests hier diese Möglichkeit entsprechend nutzen. Pepe, noch ein Wort vielleicht zu den internationalen Adressfeldern, weil das war jetzt das, was praktisch in der EU verwendet wird, oder? Aber es gibt doch nochmal zusätzliche Felder. Ja, das ist das, was ich hier gezeigt habe, dass es eben all diese 14 Felder sind im Prinzip in einer strukturierten Adresse möglich. Okay, und das ist aber vollumfänglich die ISO und da gibt es darüber hinaus nicht noch mehr. Das ist alles, was in strukturierten Adressen, ich sage jetzt mal Stand heute, möglich ist. Okay. Also diese 14 Felder können Stand heute in einer SEPA-Zahlung verwendet werden. Alles klar. Das Gleiche gilt auch für MX, also für Swift und Target 2. Aber mehr als diese 14 können nicht verwendet werden. Ja, okay. So. Damit sind wir im Prinzip bei den strukturierten Adressen. Also wichtig ist, ich kann sie in der Erfassung nutzen. Um sie in der Erfassung nutzen zu können, muss ich sie in der Administration-Erfassung einmal praktisch aktivieren oder ich kann es auch wieder deaktivieren. Dann kann ich die Erfassung weiterhin wie bisher gewohnt nutzen und kann unstrukturierte Adressen verwenden. Das wirkt sich natürlich jetzt hier auch auf die ganzen Felder aus. Das heißt, wenn ich mir das jetzt muss ich nur schauen, nach was habe ich es hier sortiert. Machen wir es mal so. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Zahlung von außen bekomme,
in der noch keine strukturierte Adresse verwendet wird, dann wird auch in CBPay das Ganze auf die altbekannte Art und Weise angezeigt. Das heißt, hier ist im Moment keine Adresse drin, aber ich sehe, ich habe wieder hier die zwei Adresszeilen. Und wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich habe eine Zahlung, die eine strukturierte Adresse beinhaltet, dann werde ich sehen, dass es dann hier auch entsprechend in dem, im Fenster als strukturierte Adresse angezeigt wird. Das heißt, ich kann in CBPay sofort erkennen, ist das eine Zahlung, die mit einer strukturierten Adresse reingekommen ist oder ob ich sie mit einer strukturierten Adresse rausschicke oder ist es eine Zahlung, die noch unstrukturiert übergeben wurde. Die anderen Änderungen, die mit dem neuen Schemas auf uns zukommen, sind vielleicht die zwei wichtigsten. Es ist zum einen inzwischen möglich, eine LEI anzugeben. Das heißt, die LEI ist eine Legal Entity Identification. Das heißt, eine Firma kann sich eine LEI organisieren oder kann sich registrieren für eine LEI. Und diese LEI kann dann zusätzlich zur IBAN angegeben werden, um genauer zu identifizieren, wer der Empfänger ist. Eine kurze Unterbrechung, Pepe, weil ja. Sorry. Ich habe sogar mal gelesen, man kann eine Überweisung machen, auch nur mit LEI und keine Nein. BIC. Nein, ist stimmt im nicht. Moment ist im Moment noch nicht möglich. Mhm. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann wird man, also hier die Bundesbank-Dokumentation funktioniert ja immer, dass hier vorne im Prinzip angezeigt wird, was ist Pflicht, was ist nicht Pflicht. Das heißt, die Org-ID und der BIC müssen immer angegeben werden. Und ich kann in der Org-ID dann zusätzlich die Lei angeben. Hm. Ich muss aber nicht. Alles klar. Ja, dann war es vielleicht eine EPC-Sache, die ich da gelesen hatte. Ja, da wollen Sie längerfristig hin. Hm. Aber jetzt im ersten Schritt ist es so, dass die Lei also zusätzlich angegeben werden kann. Das ist das Gleiche mit dem Proxy. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man eben zusätzlich zu einer IBAN, bei der IBAN kann man zusätzlich einen Proxy angeben, wo mir persönlich jetzt noch nicht so ganz klar ist, was man da für Inhalte reinschreibt, aber wir haben bei den ersten Pflichttests gesehen, dass da einige SEPA-Clearer zum Beispiel eine E-Mail-Adresse verlangen in den Testdateien, um nachzuweisen, dass eben der Proxy verwendet werden kann. Aber was da im Endeffekt dann wirklich drinstehen wird oder was da drinstehen soll, das wird sich dann in nächster Zeit zeigen. Ich weiß es Stand heute schlicht und einfach noch nicht. Und es gibt auch bisher keinerlei Beispiele von irgendwem, die Verwendung von diesem Proxy mit irgendwelchen Inhalten zeigen. Ja. So, der andere Punkt ist einer der Punkte, die ich vorher schon mal kurz angesprochen habe, ist der Punkt der KAMP 29. Bisher war es so, dass es zwei verschiedene KAMP 29 gab. Es gab eine KAMP 29.1.3 für als Antwort oder als negative Antwort auf einen Request for Recall, also auf eine KAMP 56. Der im Prinzip immer eine negative Antwort auf die KAMP 56 war. Das heißt, nein, ich gebe das Geld nicht wieder zurück. Die zweite Form von KAMP 29, die es bisher gab, war die KAMP 29.1.8. Das war die Antwort auf eine Inquiry, also sprich die Antwort auf eine KAMP 27 oder KAMP 87. Und das konnte eine positive oder negative Antwort sein. Aber das heißt, allein über die Formatangabe oder allein über die Versionsangabe, die in einer KAMP 29 drinsteht, war sofort ersichtlich, was ist das? Mit SEPA 23 ist es jetzt so, dass es nur noch eine KAMP 29 Version gibt. Das ist die KAMP 29.1.9. Und diese kann jetzt eben sowohl die Antwort, also kann sowohl die negative Antwort auf eine KAMP 56 sein, wie auch eine positive oder negative Antwort auf eine KAMP 27 oder KAMP 87. Es muss intern, das ist, sage ich mal jetzt aber eigentlich das Problem von CBPay,
Außer sie erzeugen die Daten direkt im Bundesbankformat in ihren vorgelagerten Systemen. Das heißt, mit der Änderung im November bedeutet das, dass eine Antwort auf eine Inquiry, also eine Antwort auf eine KAM 27 oder 87, muss bei der Bundesbank auch als IQF eingereicht werden. Also das heißt, das sind die Inquiry-Formate. Das heißt, da ist über den Dateiheader wird festgelegt, was ist es. Und es ist aber auch, es unterscheidet sich im Inhalt. Das heißt, wenn ich mir hier zum Beispiel mal einen KAM 29 raussuche, das ist einer auf eine Inquiry, und schaue mir mal die entsprechende Struktur an. Es ist in den ganzen SEPA-Dateien ist es jetzt so, dass es gibt immer einen Original Message Name, Name ID heißt das Ganze. Da stand bisher immer drin, einfach nur PAX 8, PAX 3 und so weiter. Das heißt, hier muss man jetzt direkt angeben, die volle Version oder die volle Versionsnummer. Und im Prinzip steht jetzt hier drin, was ist es? Das heißt, die Belegung hierfür kann jetzt völlig anders sein. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Resolved Case. Was heißt, dass es eine KAM 29 auf eine KAM 27 ist? Und dann muss ich im Prinzip hier unten schauen, was war die entsprechende Zahlung. Wenn wir uns jetzt mal eine KAM 29 auf eine, jetzt hoffe ich nur, ich habe eine drin, jawohl. Dann sieht man hier, dass diese Struktur einfach eine andere ist. Das heißt, die Belegung der KAM 29 intern ist völlig anders. Das muss man im Prinzip bei der Erzeugung der Daten berücksichtigen. In dem Moment, wo Sie die R-Transaktionen in CBPay erzeugen, müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Das passiert alles mehr oder weniger automatisch, weil wir immer, wenn wir eine R-Transaktion erzeugen, auf die Originalzahlung zurückgehen und damit immer auf die PAX 8 oder auf die KAM 27 referenzieren, ohne dass es da irgendwelche Probleme geben kann. Das muss aber berücksichtigt werden, wenn die SEPA-Dateien im XML-Format an uns geliefert werden, im Bundesbankformat, das heißt, wenn da die ganzen File-Header und so weiter mit drin sind, muss man eben aufpassen, ist es eine ICF, ist es eine IQF, und muss dann entsprechend eben die richtigen Formate entsprechend bereitstellen. CBPay ist aber grundsätzlich in der Lage, Sie können in beide Richtungen konvertieren. Das heißt, Sie können uns nach wie vor die alten Formate anliefern. CBPay macht intern immer die neuen Formate draus. Was aber bedeutet, wenn Sie uns eine alte PAX 8 liefern, also PAX 812, dann machen wir intern für die Verarbeitung immer eine 818 raus und Sie können dann im Ausgang entscheiden, will ich die Datei im alten oder im neuen Format ausgeben. Das kann dann interessant werden, wenn Sie Dateien von der Bundesbank im neuen Format bekommen, Sie aber an ein Core-System weitergeben wollen, das das neue Format noch nicht versteht, dann können Sie im Ausgang im Prinzip das alte Format draus machen. Das heißt, Sie können im Clearing, im Ausgabeziel einfach hier auswählen, in welchem Format Sie das Ganze ausgeben wollen und damit können Sie im Prinzip genau steuern, in welchem Format geht die Zahlung an mein Core-System weiter oder im Eingang passiert es automatisch, das heißt, egal was Sie uns im Eingang anliefern, wir machen immer das aktuelle Dateiformat draus. Wenn wir jetzt hier gerade schon in der Zahlungsinformation sind, ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben. Es gibt hier oben jetzt die Zahlungskategorie. Ich habe vorher schon mal hier SEPA ausgewählt gehabt. Habe hier aber noch einen Filter drin. Das heißt, ich kann hier über die Zahlungskategorie sehr schnell umschalten. Ich will SEPA-Zahlungen sehen, ich will Instant-Zahlungen sehen, ich will MX-Zahlungen sehen. Sodass ich hier im Prinzip gerade mit der Kombination zu sagen, ich will SEPA-Zahlungen und sage dann und ich will die 818er, also im Prinzip Gutschriften haben, kann ich sehr schnell mir das Ganze so anzeigen lassen, wie ich es im Prinzip brauche. Wir haben gesehen,
der Typ hat sich geändert und was den Leuten, die vielleicht etwas mehr mit CiviPay arbeiten, vielleicht sofort aufgefallen ist, wir haben hier jetzt in der Eingang- und Ausgangsansicht auch wieder die R-Transaktionen mit drin. Das heißt, wir haben das Ganze etwas umstrukturiert, weil es immer wieder Fragen gab, warum man nicht auf einer Seite sehen kann, was alles passiert ist. Das heißt, hier werden alle Zahlungen, die rein und raus gehen, jetzt auch im Eingang und Ausgang angezeigt. Die Inquiries haben immer noch ihre eigene Karteireiter. Und ansonsten gibt es nur noch die Abweisungen. Das heißt, wenn Sie von der Bundesbank oder von Ihrem SEPA-Clearer die Zahlung mit einer Pax 02SCL abgelehnt bekommen, dann finden Sie diese Abweisungen hier im Prinzip in dem eigenen Karteireiter. Aber im Eingang und im Ausgang sehen Sie jetzt alle Zahlungen. Das heißt, ich kann, wenn ich nach irgendeiner Message-ID oder auch sonst wie filtere, kann ich immer sehen, was ist alles wirklich rein und rausgegangen. Das heißt, ich sehe hier alle R-Transaktionen, ich sehe hier alle Zahlungen selbst, sodass ich hier sehr schnell mir wieder die nötigen Informationen zusammensuchen kann. Das ist von mehreren Kunden an uns herangetragen worden und das haben wir gerne auch entsprechend umgesetzt. Das andere große Thema für 2023 auf der CiviPay-Seite ist die Integration von Instant-Zahlungen. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier anschaue, dann sehe ich eben, dass ich hier auch Instant-Zahlungen mit im System sehen kann, sowohl im Eingang als auch im Ausgang. Und die Kommunikation mit dem CiviPay Instant-Modul von uns ist einfach deutlich weiter integriert worden, um das Ganze zu vereinfachen. Also fangen wir vielleicht etwas anders an. Die Instant-Zahlungen laufen ja nicht über CiviPay, sondern CiviPay ist an der Stelle ist ein System, das ist ausgelegt auf Massenzahlungsverkehr, aber nicht daraus in möglichst kurzer Zeit irgendwelche Zahlungen nach Tipps, nach RT1 oder wohin auch immer ausgeben zu können. Dafür gibt es von uns dieses SCT, es gibt CiviPay Instant. Und in CiviPay, wir wurden aber darum gebeten, eben die Zahlungen auch in CiviPay anzuzeigen, weil damit die Möglichkeit besteht, dass es spezielle Listen für die Instant-Zahlungen in CiviPay im Tagesabschluss geben kann. Um das jetzt zu organisieren, werden die Zahlungen hier angezeigt. Das heißt, alles, was über das Instant-Modul, also was über CiviPay Instant an Zahlungen abgewickelt wird, geht als Kopie an CiviPay. Das heißt, ich sehe hier alle Incoming oder Outgoing Zahlungen. Das heißt, ich habe es bei mir jetzt so gemacht, dass alle Incoming Zahlungen laufen im Eingang auf, alle ausgehenden Zahlungen laufen im Ausgang auf. Und um das eben zu organisieren, wurde der Partner deutlich erweitert. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die Partnerkonfiguration anschaue, dann sehe ich, ich habe hier zum einen die Möglichkeit, was mit dem Instant-Modul zu verknüpfen. Das ist bei mir jetzt in dem Fall ausgegraut. Ich kann es aber vielleicht hier zeigen. Da ist es dann nicht ausgegraut. Das heißt, der Vorteil ist an dieser Erweiterung, ich kann direkt eine Verknüpfung mit dem Einlesegerät machen. Das heißt, in der Regel kommuniziert das CiviPay Instant mit CiviPay über eine Queue. Das kann eine RabbitMQ, das kann eine ActiveMQ, das kann was auch immer sein. In der Theorie kann man auch direkt über irgendwie Ordner austauschen, also wenn je nachdem, wie Sie das lösen wollen. Aber ich brauche ein Einlesegerät, was auf den Ordner zeigt. Und die Kommunikation mit dem Instant-Modul sieht so aus, dass ich normalerweise zwei Kanäle habe, einen Eingang und einen Ausgang. Das heißt, alles, was von außen reinkommt, das sind in der Regel dann die Zahlungen selbst, aber eben auch die zum Beispiel die Pax 2 als Bestätigung, dass die Zahlung verbucht wurde. Aber auch theoretisch R-Transaktionen, die über Instant reinkommen. Und ich kann hier praktisch festlegen, ich habe ein Einlesegerät, in diesem Fall hier die ausgehenden Zahlungen nach Tipps, indem die Kopie der Zahlungen, die an Tipps gesendet wurden, hier an CiviPay übergeben werden. Und ich kann dann sagen, dass es sich um SCT-Inst-Zahlungen handelt. Und das ist jetzt
ein Punkt, diese neue Zahlungskategorie hier, kann man natürlich nicht nur für Instant verwenden, sondern man kann genauso gut Einlesegeräte definieren, wo ich sage, alles, was da reinkommt, ist Swift MX, alles, was da reinkommt, ist Instant, alles, was da reinkommt, ist SEPA und kann darüber zum Beispiel, wenn ich die CSV-Schnittstelle nutze, steuern, ist es, kommen da Instant-Zahlungen, kommen da SEPA-Zahlungen, kommen da MX-Zahlungen, obwohl die CSV-Dateien im Prinzip alle drei gleich ausschauen. Und ich kann jetzt eben hier diese Verknüpfung zum Instant-Modul machen und das bedeutet, dass CBPay diese Zahlung nicht normal verarbeitet, sondern diese Zahlung einfach nimmt und direkt ohne Clearing im Eingang oder im Ausgang anzeigt. Das bedeutet, die Zahlungen kommen ja in der Regel beim Instant-Modul an und gehen auch über das Instant-Modul direkt zum Core-System weiter, weil das Core-System ja auch die Bestätigung oder die, also die Annahme bestätigen muss oder die Ablehnung erzeugen muss und das innerhalb von 10 Sekunden. CBPay bekommt nur die Kopie davon, das heißt, CBPay muss diese Zahlung nicht verarbeiten, sondern CBPay zeigt diese Zahlung nur an. Und damit habe ich eben hier die Information, dass diese Zahlung stattgefunden hat. Ich habe aber nicht die Zahlung in einem normalen Clearing-Leitweg, weil ich will diese Zahlung ja nicht nochmal ans Core-System schicken. Ich sehe dann all diese Zahlungen über die Listen im Tagesabschluss, aber ich sehe, ich habe eben nicht eine normale Verarbeitung, so wie es bisher der Fall war, dass ich diese Zahlung einlese, cleare und dann an ein nachgelagertes System entsprechend weiterreichen muss. Das hier bietet enorm viele Möglichkeiten, weil ich hiermit nicht eben, wie gesagt, nicht nur die Instant-Zahlungen steuern kann, sondern ich kann eben auch ein spezielles Einlesegerät, das kann ein Ordner, das kann eine Queue, das kann was auch immer sein, direkt steuern kann, hallo, auf diesem Gerät kommen immer nur MX-Zahlungen an, auf diesem Gerät kommen immer nur SEPA-Zahlungen an, auf diesem Gerät kommen immer nur Instant-Zahlungen an. Der Vorteil davon ist, ich brauche auch keine Partnerkriterien und gar nichts mehr, sondern in dem Moment, wo ich das Einlesegerät mit einer Zahlungskategorie verknüpfe, ist automatisch klar, das ist eine Instant-Zahlung, das wird auch als Instant-Zahlung verarbeitet oder eben nicht. Oder es ist eine SEPA- oder MX-Zahlung und so weiter. Ich kann direkt das Clearing-Verfahren angeben und kann direkt steuern, wie die Zahlung intern weiterverarbeitet werden soll. Der nächste große Block vielleicht ist das Monitoring. Das Monitoring sieht jetzt etwas anders aus. Das heißt, bisher war es so, dass Sie... Es hat hier vorne mit DTA angefangen, dann kam MT und dann kam SEPA, Instant und MX in einer Kategorie. Und wir wurden gebeten, ob wir nicht SEPA, SCT, Inst und MX aufsplitten können, sodass man im Prinzip sofort sieht, in dem Fall hier zum Beispiel, ich habe noch drei Zahlungen in der Kontrolle, die über 444 Euro und ich sehe sofort, es sind SEPA-Zahlungen. Das heißt, hier kann ich einfach deutlich schneller feststellen, um was für eine Art von Zahlungen handelt es sich, bei der es gerade irgendwie noch irgendwas zu tun gibt. Und ich kann das natürlich auch nutzen, weil genau das Gleiche haben wir natürlich auch in der Administration gemacht. Das heißt, auch in der Administration ist das Ganze entsprechend hier aufgegliedert. Das heißt, ich kann hier sehr schnell festlegen, ich will zum Beispiel über Instant-Zahlungen schneller informiert werden, dass da irgendwas nicht verarbeitet wurde oder dass da irgendwas noch in der Freigabe oder sonst wo auch immer hängt, als das bei SEPA oder MX der Fall ist. Das heißt, ich kann einfach priorisieren oder ich kann eben nicht priorisieren. Das kann ich mir jetzt überlegen, wie ich es machen will. Aber ich kann praktisch hierüber sehr genau steuern, dass ich für bestimmte Zahlungen schneller oder weniger schnell Informationen haben will, sodass ich im Prinzip meine Benachrichtigungen und also die E-Mails, die ich verschicken kann mit entsprechenden Informationen, genau steuern kann, zu welchem Zeitpunkt will ich welche Informationen haben. So, also EBIX gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, eine Einzelabfrage zu machen. Das heißt, ich kann hier oben einfach den Mandanten auswählen. Ich kann auswählen, welche EBIX-Verbindung ich haben will. Ich habe jetzt hier in meinem Testsystem nur eine EBIX-Verbindung. Ansonsten kriege ich hier eine Liste von allen EBIX-Verbindungen, die in CBPay konfiguriert sind.
Ich gehe unten auf OK und er ruft mir nur die Daten für diese eine EBX-Verbindung ab. Das heißt, alle Kunden, die mehr als eine EBX-Verbindung konfiguriert haben und nur zum Beispiel jetzt von einer Bank irgendwelche Zahlungen, Kontoauszüge oder was auch immer abrufen wollen, können diese Funktionalität nutzen, um das eben deutlich schneller zu machen. Und ich muss nicht alle EBX-Verbindungen durchlaufen, sondern ich kann eine einzige nehmen und kann das Ganze hier im Prinzip deutlich beschleunigen.